Hallo Leute, hier ist wieder der Gartok. Willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Ja, wir befinden uns jetzt in der nächsten Aufnahme. Moment. Ich habe irgendwie nicht ins Spiel reingeklickt. Gut, ich drücke schon mal auf Weiter. Ja, wir befinden uns hier immer noch im Papierknast. Mit den Klonen, wo wir endlich wieder raus sind. Nee, dich will ich nicht. So, folgendes, der gute Black Death, ihm ist es aufgefallen, mir ist es tatsächlich selber auch nicht aufgefallen, aber ich habe die Regeln verletzt. In der letzten Aufnahme habe ich dieses Ding hier beschworen, was auch immer es ist. Es heißt teuflisches Känguru. Ja, die Restriktion war ein I, entsprechend, ich habe es verkackt. Also, wer die Regeln verletzt, muss bestraft werden. Da habe ich mir dann was überlegt. Und zwar wird es jetzt ab sofort so sein, dass ich, da das hier eine Wortkarg-Challenge ist, werde ich von nun an zwei Buchstaben restriktiert haben. Ein Vokal, wie ganz normal, und zusätzlich ein Konsonant. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich beides nicht. Sollte ich wieder einmal eine Restriktion verletzen, wenn es drei Buchstaben etc. etc. pp. So, wir gehen auf random.org, eine sehr schöne Seite. Und wir erstellen uns einfach mal einen neuen String. Get String und die erste Restriktion ist ein S. Gut. Das heißt, Buchstabe S. Das ist unser Konsonant, den wir als erstes. So, und als nächstes müssen wir halt eben ein Vokal. Das heißt, zurück auf random.org. Again. C ist keins. J. Keins, ja, ihr seht das. C hatten wir schon, W hatten wir auch schon, T hatten wir auch schon. Ein U! Yay! Super, gut, das heißt, wir gehen zurück und Buchstabe, Restriktion, U. Nein, das mit dem Komma sieht ähnlich aus. So, gut. Damit haben wir unsere Restriktion gesetzt. Wir dürfen wieder S nach U einsetzen. Und zwar in den Papierebenen. Na, da, ich wollte zwar auf die Weltkarte. Ey, guck mal, ein Pferd. Es will springen. Mais. Gut, wir dürfen auf den Papierebenen weder S noch U verwenden. Gut. Wie viel gibt's denn hier? 1,7. Okay, ja, das geht ja. Verdächtiger Scratch. Aha. Mir fehlt mein Partner. Für das große Rennen. Ich kann keine Flugshow ohne Fluggerät durchführen. Okay, ihr seid, gehört nicht zusammen. Schade. Yes. Ah, gut. Wollte ich nur wissen. So. Ja, ihm fehlt ein Partner. Was könnten wir ihm denn als Partner geben? Wir geben ihm was könnte er denn als Partner haben? Er braucht irgendeine Person, das ist klar. Ein Fahrer. Hier. Du gewinnst! Los! Renn! Renn um dein Leben! Renn! Das ist wie Sklavenarbeit! Gut! Haben wir das auch geklärt? Ja, ja. So, was wollte er nochmal? Ich kann keine Flugshow ohne Fluggerät durchführen. Okay. Reicht ein Papierflieger? Hier. Nicht? Reitbarer. Ich will ja ein S und U. Reitbarer.
reizbare, röstbare, reguläre, regionale. Ich kann weder groß noch riesig beschwören, insofern. Flugshow. Ein Zeppelin. Jetzt ein Zeppelin. Los geht's! Du wirst diese Flugshow gewinnen. Mach mich stolz. Bitte. Ein wenig schneller. Und langsam segelt er gegen Sonnenuntergang. Langsam. Ganz langsam. Irgendwann wird er ankommen. Gut. Heuhaufen. Das ist tatsächlich nur ein Heuhaufen. Okay. Sag ich das hier? Ah, eine Startbahn. Achso, ja. Braucht man. Flughafen. Mhm. Kleinster Flughafen der Welt. Hallo. Das sieht frisch aus. Ich wünschte, es wäre bereits aufgeplatzt. Hm. Ich brauche irgendwas, was... Ich brauche irgendwas Brennendes. Tonno. Brennende Tonno. Ein brennendes Fass natürlich. Also brennende Tonne. Das ist Tonne, nicht Fass. Das ist Fass beim Dings. Denn wie jeder weiß, mag man Popcorn gerne aus brennenden Mülltonnen. Oh, das nehmen wir mit. Komm näher, um mich zu starten. Ich mach gute Arbeit, belohne mich. Aha. So. Ach, das reicht schon. Ja. Kühe tippen. Yay. Huhn. Pasta. Hallo du, ich will falsch springen, befördere mich in die Luft. Rakete, die darf ich beschwören. Flugkörper. Und eine Kette. Das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Rakete. Gab's ja das Raumschiff hier. So, jetzt Kette. So, die machen wir hier fest. Jetzt reite ich. Du hast ein falsch erwunden. Es war total. Hey, den nehmen wir mit. Was ist das hier?
Eine Tasse. Okay. Da ist er! Wieder! Oh, mein Freund! Schön! Das Pferd. Lass mich einzigartig aussehen, dass ich die Zuschauer anlocken kann. Du bist ein Pferd, das auf dem Dach auf einem Sprungturm steht. Du bist einzigartig. Tut mir leid. Willst du einen Fallschirm? Ich hätte einen. Moment. Scheiße, ich darf keinen Flügel beschwören, weil es ein Ü ist. Damit ein U. Schwingen auch nicht. Moment. Ich muss gerade improvisieren. Ich muss nämlich irgendwie zu dir hochkommen. Kann er nicht hochklettern, verdammt. So. Verdammt. Na gut. Schwergrad. Ich hätte jetzt Flügel dran gebracht für einen Pegasus, aber kann ich nicht beschwören. Ein Horn kann ich beschwören. Für ein Einhorn. Ich müsste da irgendwie hochkommen. Moment. Ja, ich schreibe den immer falsch, ist doch egal. Ja! Wow! Ich komme! Pferd! Pferd! Ich bin da! Mir geht's eigentlich auch. Wenn ich klebe, hier Klebstoff. Dann. Horn. Nein. Ups. Pferdchen. Das habe ich verkackt. Gut. Ach, da oben. Ich brauche etwas, um die Balance zu halten. Das habe ich auch verkackt. Gut. Scheiß drauf. Ich war's nicht. Die Kuh war's. Okay. So, gut, machen wir die Mission. Hilft den Schülerinnen mit ihrer Bildung. Einbildung. Hilft den Schülerinnen mit ihrer Bildung, ihre Leistungen zu überweisen, damit sie in die Hochschule akzeptiert wird, werden tun, Toten tun.
Okay. Bildung. Du brauchst Papier. Weil Papier. Und du brauchst. Scheiße, ich darf keinen Stift beschwören. Nein. Radiere. Hilft mir, meine Leistungen zu beweisen. Kohle. Nicht? Diese Geld. Ich kaufe mich einfach ein! Scheißegal! Okay! Die ganze Kleidung der Schülerin ist schmutzig. Ich schaffe etwas, sie zu reinigen. Kohle! Nicht? Einen Lappen. Gereinigte gibt's nicht. Ey, du hast... Gib her! Benutzen. Das war... Ja. Seife darf ich nicht. Spüli auch nicht. Klosteine auch nicht. Verdammt. Verdammtes S. Da ist ein U drin. Reinigungsmittel. Chemie. Chemiker. Hilf mir. Ja, gib mir. Aha, Moment. Waschmaschine geht nicht. Scheiße. Wäscherei auch nicht. Bad. Zeit, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Schaffe etwas, damit die Schülerin Arbeitserfahrung sammeln kann. Gott, was wird von mir verlangt? Was willst du, Frau? Geld. Hier. Deine Arbeitserfahrung. Hat eben auch funktioniert. Boah. Oh, nee, geht nicht. Ü. Sag mal was. Nee, es geht nicht. Oder?
Dafür geht die Polizei nicht. Habe ich es jetzt falsch geschrieben? Polizist. Hilf mir, Polizist. Der ging tatsächlich. Polizei, Freund und Helfer. Morgen sind Prüfungen. Hilf der Schülerin beim Lernen. Geschafft! Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich habe es getan. Dum, dum, dum. Scribblenauts University. Yes. Natürlich weiter. Yeah. Bin ich gut. Du hast eine Kette im Auge. Sehr gut. Oh, jetzt kann ich ihn wieder versuchen. Nimm halt rot. Rote Farbe. Also das ist schon einzigartig, finde ich. Ein rotes Pferd mit Geweih und Klebstoff an der Stirn. Ein Horn ging ja nicht. Aus irgendeinem Grund. Ich krieg einen zusätzlichen Arm. Alter Pferd, jetzt stell dich nicht so an. Pferd, bitte. Was soll das? Guck die Besucher an. Am Arsch. Ja, mal mit Adjektiven. Jetzt haben wir ein Pony. Fett. Glänzend. Ey, komm schon. Fliegend. Ey, das ist doch ein Witz. Och, weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich mach den anderen. Ach, der ist nicht mehr rum, okay.
Wisst ihr was? Mein Name ist Gortok. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao.